Was hast du gewonnen? Wir haben Trainingslager, habe ich gewonnen, diese. Ach, FIFA. Diese. Was? FIFA? Ja, hörst du bitte zu? Ja. Ja! Bis drei. Nein, bis eins. Okay. Nadine beginnt? Ja. Mit dem ersten Spiel. Das sind. Ach du Scheiße. Die DuckTales. Kann ich anfangen? Du darfst anfangen. Einen nennen bitte. Mit Nummer. 4 Mickey Mouse. Richtig. 3 Goofy. Richtig. Klar, ist Goofy. 6 Donald Duck. Falsch. Ja, ich habe gewonnen. Das ist nicht Donald Duck. Das ist Nummer 8 Donald Duck. Das sind Tick, Trick und Tack. Oder Track oder so. Richtig? Korrekt. Ja! Ich habe gewonnen. Er hat schon falsch gesagt. Ja, genau. Das erste Spiel geht an dich. 1-0. I love to win. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Länderfahnen. Ich gebe ihn safe. Jetzt darf der Jona den ersten... Soll ich anfangen? Ja. Eine Fahne, eine Nummer, eine Fahne. Okay. Ich lasse dir mal die schwierigen übrig. 11 Deutschland. 1 Afghanistan. 3 Argentinien. 8 Tschechien. 4 Portugal. 5 Burkina Faso. Stark. 2 Ukraine. 6 Finnland. 7 Ghana. Was ist jetzt übrig? Noch 9 und 10, ne? 9, 10, 12 ist übrig. Nummer 10. Weißt du, 10, oder? Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher. 10 ist. Ich kenne doch das Land, ja. Keine Ahnung. Okay, also hast du wieder gewonnen, ne? 12 ist Kolumbien. Richtig. Nur mal nebenbei. Was ist 9 10? Ist, würde ich sagen, Zypern. Genau, 10 Färöerinseln. Ah, ich dachte Island. Siehst du, ich wäre auch falsch gewesen. 2-0. Genau. 2-0. Beim nächsten Spiel darf der Nadim beginnen. Und da kommen wir. Oh, nee, sowas mag ich gar nicht. Zur Startelf von. Mann, ich gewinne 100%. Von Liverpool im Finale des Champions League-Finals. Okay, ich gewinne auch. Genau. Ich kenne alle. Ich fange an, ne? Ja. Fang einfach bei 1 an. Nummer 1, Alisson Becker. Nummer 2, Firmino oder Firmino. Nummer 3, Joel Matip. Nummer 4, Fabinho, ne? 5, Van Dijk. 6, Salah. 7, Wijnaldum. 8, Trent Alexander. Under Armour übrigens. 9, Jordan. 10, Robertson. 11, Mané. Okay, unentschieden, ne? Oder jeder ein Punkt? Die Nummer 9 nochmal, Nadim? Jordan Henderson. Korrekt. Jeder ein Punkt oder einfach 0? Das ist eine 11. Ich habe ja 6 richtig, genau. Und du 5. Korrekt gerechnet. Das heißt, Nadim kriegt den Punkt. Für die ja! Okay. Wenn du so Punkte sammeln willst. Es steht 2-1. Also es ist jetzt wirklich ein Punkt für ihn. Ja, klasse, genau. Punkt. Aber er hat ja vorher angefangen. Was soll ich machen? Ja, du hast ja jetzt wieder die Chance, im selben Modus vorzulegen und zu gewinnen. So Punkte sammeln. Ihr seid beide 1996 geboren. Das ist der Kader der EM 96, als Deutschland Europameister wurde. Okay. Jona, fang an. 17, Oliver Kahn. 18, Andreas Köpke. 19, Oliver Reck. Ja! Und damit habe ich gewonnen, weil du kennst keinen einzigen mehr. 12, Jürgen Klinsmann. Hier, Oliver Bierhoff. Ist er das? Korrekt. Ja, Mann! Jetzt hab ich ist er das? Ja. Nummer 10, Freddy Bobic. Korrekt. Ah, den habe ich gar nicht entdeckt. Darf ich näher rangehen?
Nein, darfst du nicht. Darf ich nicht? Ich hab gewonnen, Bruder. Gib auf. Nein, stopp. Wir haben noch einen Timer, oder? Zwei, Marcel Jansen. Ja! Ich hab gewonnen. Das ist aber leider falsch. Es ist René Schneider, die Nummer zwei. Sieht ja nicht aus wie Marcel Jansen. 1996, Bruder. Stimmt, Alter, war ich da. Boiler Nummer 11, Matthias Sabbat, Nummer 9, Stefan Kunz. Wo ist Nummer 9, Stefan? Da, in dem Film. Boah, den hab ich nicht erkannt. Trainer Betty Vogt, ne? Korrekt. Ja, aber da war kein 21, Nummer Christian Ziege, 20, Mario Basler. Stark, okay, du hast gewonnen. Nummer 15, Lawal Hasen. Ich hab gewonnen, ne? 2-2, ich bin da. Ach du Scheiße. Ah, Nummer 5 ist dieser Ding, ja, von Bremen. Wie heißt der? Bremen? Nee, Bremen nicht, oder? Andi. Es hat lange in Bremen gespielt. Wie heißt der nochmal? Marco Bode. Ah, Bode, stimmt. So gleich Boah, ich Bremen. Bin so schlecht bei sowas, ne? Tut mir echt leid. Kann ich nochmal so Fußball sieht wirklich aus wie Marcel Jansen. Bruder, aber du nicht 1996. Ja, macht auch keinen Sinn. Ich habe auch nicht nachgedacht. Die anderen? Ja. Kennt ihr die anderen? Wollt ihr die anderen wissen? Nee, wollen wir nicht wissen. Einfach weiter. Sehr gut. Dann kommen wir als nächstes zur englischen Liga, zur Premier League. Da gibt es Logos, die sind ein bisschen verändert worden. Mich nicht alles täuscht, beginnt der Jona. Ich beginne, ne? Genau. Und hier geht es darum, bitte den kompletten Vereinsnamen zu nennen. Also als Beispiel, zum Beispiel Real Madrid kommt jetzt hier nicht vor, okay. Aber Real würde nicht gelten und auch nicht Madrid, würde Real Madrid. Okay. Nummer 3, Chelsea Football Club. Nummer 7, Manchester United. Nummer 13, Manchester City. Nummer 11, FC Liverpool. Nummer 20, Aston Villa FC, also Football Club. Nummer 17, Tottenham Hotspurs. Nummer 16, du weißt, die haben diese da vorne. Nummer 9. Was denn? Ich kann mir du hast Nummer 16 schon gesagt, ey. Nein, ja, Nummer 14, Wolverhampton Wanderers. Korrekt. Ey, das ist doch hier. Das, Mann. Nummer 4, Crystal Palace. Mm-mm. Da fehlt was. Ach, Bruder. Nichts? Nummer 19, West Ham United. Korrekt. Als die Aussprache. Nummer 9, Leeds United Football Club. Nummer 12, Leicester Football Club. Leicester City. Ey, nein, ich darf hey, mich doch verbessern. Leicester City gewonnen. Football Club. Nein. Alles gut, du hast es korrigiert. Es ist, ey, natürlich ist das richtig. Warum? Er sagt jetzt Nummer 16, dann so und so und so. Nummer 1, Brighton and Hove Albion. Falsch, oder das heißt Brighton Hof. Ja, okay, sorry, du bist Englischlehrer. Hof. Hm. Englischlehrer. Ja, Nummer 6. Fulham FC oder FC Fulham. Korrekt. Nummer 5, FC Everton. Nummer 10, Newcastle United. War Nummer 8 schon? Nein. Nein. West Bromwich Albion. Super, toll. Spielst für FIFA. 15, Sheffield United. Direkt. Was noch übrig? 18. Die Nummer 2 ist noch übrig. Die 16 und die 18. Hast du nicht Arsenal gemacht? Nein. Nummer 2 ist FC Burnley. Korrekt. Nummer 16 ist Arsenal Football Club. Also FC Arsenal oder Arsenal FC. Okay, aber er hat vergessen. Was soll ich denn? Das ist FC Arsenal London. Ja, FC Arsenal. Was ist jetzt übrig noch? 18. Die 18. Nur noch 18? Ja. Das sind die Saints, FC Southampton. Das ist korrekt. Also habe ich jetzt wieder einen Punkt weniger, nur weil ich weniger sagen durfte, oder was? Das macht keinen Sinn, weil das sind 20 Stück. Das also heißt, jeder 10, hat 10 gesagt. Also steht es 3-3 und jetzt geht es um den letzten Punkt im letzten Spiel. So sieht's aus.
Kommen wir zum Aber nächsten. Ihr wisst alle selbst, dass ich eigentlich gewonnen habe. Aber egal, wie spät Warum ich noch Warum hast du denn schon wieder gewonnen? Erst 16 Erstmal gesagt, hast du einen Punkt Name gesammelt. Vergessen, Name vergessen. Einen Punkt gesammelt bei Liverpool-Aufstellung. Herr Bruder, ist dein Ernst? Du hast die 16 gewechselt, dann hast du noch irgendwas anders gemacht. Ja, 16 habe ich danach aber gesagt. Arsenal klar. FC. Nun FC klar. Arsenal. Nun klar. Leeds United. Nun klar. Manchester City. Nun klar. Wolverhampton. Nun klar. Da kommen wir, es ist ein Oscar-Selfie. Ach du Scheiße, sowas kann ich ja gar nicht mehr bei sowas. Ich bin auch ganz schlecht bei das. Kann ich anfangen? Warum? Ich war letztes Spiel. Ich fange an! Letztes Spiel schreibe ich am Papier, ne? Finale. Okay, gut. Bis 3 oder 1? Wow, ich kenne wirklich... Sag doch mal jetzt, bis 3 oder 1? Alter Schwede. Okay. Wer ist das? Bis 3 oder bis 1? Bis 1. Nummer 7, Julia Roberts. Korrekt. Ich weiß nicht. Puh, ist das schwach. Ich weiß nicht, wie die mit echten Namen heißen. Teilweise. Nummer 3. Alan. Und weiter? Ja, Alan TV. Ja. Das ist nicht ihr Name? Doch, die heißt Alan. Ja, aber nicht TV. Voller Nein, Name. Aber das ist die Show. Ja, aber voller Name. Bitte? Voller Name, haben die ja gesagt. Ach so, voller Name? Also Alan. Schon wieder gewonnen, ging ich. Alan. Ich kenne nicht mal jemand anders davon. Ich kenne. Also der Nummer, die Nummer 9 kommt mir bekannt vor, ich weiß den Namen nicht. Ehrlich jetzt. Das ist dein Ernst, Bruder? Ja, wirklich. Das ist der absolute Chef, Brad Pitt. Ach ja, der. 11 Angelina Jolie. Ich kannte ihn, also. Aber warte mal, ich habe gewonnen, ne? Weil er du hast in dem Fall, oder fällt dir der Nachname noch ein? Von Alan? Von Alan. Hm. Oh mein Gott, das ist krass. Alan so. Rohrbreaker. Richtig? Nein. Weil er das mir Angst gemacht wurde, ich dachte, das stimmt. Wie heißt sie? DeGeneres. Ja, hab ich vergessen. Ja, Mann! Hab ich gewonnen wieder, ne? Wer ist die Nummer 5? Peter Nyong'o. Okay, das war's. Der Sieger ist... Was? Mal wieder Nadim. Soll ich euch kurz... Ja! Was, darf ich kurz was verraten? La 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 la. Ernst jetzt? Ich hab wieder gewonnen. Ging nicht einfach ruhig. Und weißt du, was ich sagen wollte? Trainingslager gewonnen und jetzt gewonnen. Er hat keine Chance. Nummer 9 wollte ich sagen, aber dann habe ich gemerkt, dass es falsch ist. Leonardo DiCaprio. Boah, ich bin so schlecht bei sowas. Aber wow. Ist auch egal. Ist und könnt ihr den Teil bitte vom Anfang rausschneiden, wo er sagt, ach, warum gibt ihr mir immer so welche? Doch, das soll genau das soll rein. Weil ich habe dir wieder Weil du bist nur mit der Glotze beschäftigt und Playstation spielen. Hä? Und du mit der Glotze? Könnt ihr noch Shake Hands machen? Nee, ich will mit dem kein Shake Hands. Wir dürfen ja nicht wegen Abstand. Weiß.